Moin Moin, da sind wir wieder. Ich habe ja drei Rohre abgeschnitten im letzten Video schon und das auf 45 Grad und da hatte ich ja so Schwierigkeiten, das zu heften, weil meine Hand fehlte und das Geschenk von Stahlwerk, beziehungsweise dem anderen, ich habe zwei von denen. Na gut, ich muss auch noch eine Seite erstmal heften. Ist super praktisch, weil das magnetisch und so habe ich die 45 Grad sofort eingehalten und es hält oder sollte halten. Na gut, das Rohr ist gerade etwas lang, müsste ich mal eben ein bisschen verschieben so. Oh, ich würde sagen, top, wa? Super. Dann machen wir es ein bisschen schwerer. So. Hier habe ich einmal einen Winkel, um zu sehen, ob die Gärung dann auch noch winkelig bleibt, in dem Moment, wenn ich das da vorne hefte. Und dank Stahlwerk Magnet, die 45 Grad. Kann das natürlich super machen, ne? Da fehlt mir keine Hand. Der Tisch, der ist echt uneben hier. Was für eine Scheiße, du. Da hat man mal so einen Markentisch genommen und trotzdem nicht gut. Legen wir mal was drunter vielleicht. Ja, das sieht schon besser aus. So. Und es ist so winkelig. Da auch noch. Hier, da auch noch. Mach das dran, lass es auf. Jo. Schweißer fehlt noch. Ein bisschen Angst wegen meinen Händen, weil ich keine Handschuhe anhabe. Deswegen muss ich einmal absetzen. So, das sieht doch gut aus. Und es ist noch winklig. Dann drehen wir das Ganze mal um und ganz klar Handschuhe anziehen. Ne? Dann lassen wir das mal schön verlaufen jetzt. Ja, dann werfen wir erstmal. So, jetzt haben wir beide Seiten geheftet. Jetzt hält das Ganze. Und wir schweißen uns mal schön und hoffen, dass der Tisch das aushält. Ich muss hier auch einmal. Ich hab den Masse, ja.